Hallo miteinander. Guten Morgen miteinander. Eben noch am Geld eintreiben und jetzt da zum Predigen. Ja, man muss heute einfach zwei Jobs haben. Gell? Es geht mit einem fast nicht mehr, Familie zu ernähren. Nein, Spass. Beiseite, wir haben heute Morgen ein ernstes und doch ein ganz tolles Thema. Die reingeschaut haben ins Internet und dort das Programm angeschaut haben und denkt, was ist das für ein Titel? Wahr oder Wahrheit, habe ich geschrieben. Ganz ehrlich gesagt, ich bin mir bewusst, dass das nicht viel sagt im Moment, aber vielleicht ist ja das gerade der Clou, dass wir jetzt gekommen sind, um zu wissen, was meint er da damit, und ich hoffe, dass wir heute Morgen ein bisschen Licht in deine dunklen Gedanken einbringen, von dem Rätsel, was soll denn das? Wir möchten miteinander einen Text lesen aus dem Wort Gottes, aus dem Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz, die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Bis dahin unser Text. Bevor wir aber in die eigentliche Predigt einsteigen, muss ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Gastreferent, schon einige Zeit her, der in England unterwegs war, als Gastprediger in verschiedenen Kirchen, der ist eines Morgens, am Sonntagmorgen, vor der Gemeinde gestanden und hat gesagt, bei dieser Gastfamilie, wo ich immer und immer wieder übernachte, es ist wirklich wahr, sie haben mir noch gar nie einen Tee angeboten. Und Tee ist ja in England etwa so wie bei uns der Kaffee. Sie haben mir noch nie einen Tee angeboten. Da ist die Gemeinde ganz stutzig geworden und haben ihn gross angeschaut. Dann sagt er, das ist wirklich wahr. Sie haben mir noch nie einen Tee angeboten. Aber die Wahrheit ist, ich habe ihnen schon ganz am Anfang gesagt, ich trinke keinen Tee, denn ich habe ihn nicht gern. Wahr oder Wahrheit? Verstehen wir ein bisschen? Es ist wahr gewesen, was er gesagt hat, dass ihm die Gastfamilie noch nie einen Tee angeboten hat. Aber die ganze Wahrheit war, dass er ihnen gesagt hat, dass er keinen Tee trinkt. Da ist ein kleiner und feiner, aber wesentlicher Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit. Liebe Leute, nicht alles, was wahr ist auch
die Wahrheit. Dem wollen wir heute Morgen ein bisschen auf den Grund gehen. Und so ist es wahr, was wir gelesen haben. Jesus hat dieser Frau vergeben. Es ist die beste Botschaft, die wir als Christen überhaupt in die Welt heraustragen können, dass Jesus Menschen vergibt. Er vergibt gern. Er vergibt bedingungslos. Wir können nichts dazu tun, um von Jesus angenommen zu werden. Wir können das weder mit Geld noch mit guten Taten. Es ist wirklich reine Gnade von Jesus Christus. Und es ist auch die Message, die wir als Christen dürfen raustragen in die Welt. Jeder Gottesdienst soll auch mit dazu beitragen, dass Menschen den Jesus finden, der Menschen liebt und den Menschen ihre Schuld und Sünde gern vergibt. Es ist das Ziel, jeweils am Freitagabend mit der Teebar da hinten in Chur, den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass gerade in der letzten Zeit einige Menschen Jesus angenommen haben. Ihn aufgenommen haben in sein Leben. Und heute am Morgen hat Leonie uns erzählt, dass sie im Camp Rock war. Ich glaube, diese Woche oder die letzte Woche. Und da haben die Kinder am Schluss erzählt, wie sie Jesus erlebt haben und wie sie Jesus aufgenommen haben in ihr Herz. Ich finde das grossartig. Ich finde das die allerbeste Botschaft, die es überhaupt gibt. Der Rettung und Vergebung kann durch nichts erworben werden. Es ist ein grosses, riesengroßes Geschenk von unserem Herr und Gott. Und die Aussage von Paulus im Römer 3,23, die stimmt hundertprozentig dort, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht allein auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Da können wir eigentlich nur eins sagen, Halleluja. Danke, mein Gott. Und ich mag mich so gut erinnern, es ist genau die Stelle von dieser Ehebrecherin, das ist jetzt weit, also im 76 habe ich mein Leben Jesus übergeben und kurz darauf runter, als ich in der Bibel gelesen habe, bin ich genau auf die Stelle gestoßen aus dem Johannes 8, wo Jesus zur Frau sagt, oder sie zuerst fragt, hätte ich niemand verdammt? Und dann sagt sie, nein, Herr, niemand. Und dann sagt er ja zu ihr, so will ich dich auch nicht verurteilen oder verdammen. Und als ich das gelesen habe, kann ich euch sagen, ich bin dermaßen ergriffen gewesen. Weil da ist nicht mehr die Frau jetzt von Jesus gewesen, sondern ich, der David Meyerfisch. Und ich habe genau gespürt, Jesus sagt das jetzt zu mir. Ich will dich auch nicht verdammen. Und mein Leben hat eine Wendung genommen. Etwas Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Gnade von Jesus. Das ist sein unverdientes Geschenk. Und ich bin heute noch dankbar für den Tag, wo ich Jesus gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Kannst du das auch sagen? Wäre schön. Aber es gibt ja noch einen zweiten Teil von meiner Predigt. Und den müssen wir auch anschauen miteinander. Es gibt leider viele Christen, die bei dieser ersten Aussage, ich will dir deine Schuld vergeben, stehen bleiben. Und sie meinen, jetzt haben sie das Ticket für den Himmel im Sack. Es kann ihnen nichts mehr passieren. Ja, es ist wirklich wahr, Jesus hat diesen Menschen vergeben. Und er vergibt dir und mir kostenlos. Aber obwohl das die Wahrheit ist, ist es doch nicht die ganze Wahrheit. Hätte der englische Prediger nur den Satz gesagt, es ist wahr, sie haben mir noch nie Tee angeboten, da hat er zwar etwas Wahres gesagt,
aber die ganze Wahrheit verschwiegen. Der Text, den wir miteinander gelesen haben, der ist absolut korrekt gelesen worden von mir und ihr habt es mitgelesen. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Wie haben die Bibelkenner von euch das gemerkt? Ich habe an einem Punkt gehört, wo ich nicht hören sollte, sondern wo es eigentlich noch mit einem Zusatz weitergeht. Die ganze Wahrheit finden wir im nächsten Satz. Wir können den einblenden. Sündige hinfort oder von jetzt an nicht mehr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Und jetzt die ganze Wahrheit. Sündige hinfort nicht mehr oder von jetzt an nicht mehr. Ich will es nochmal betonen. Jesus bietet die Rettung kostenlos an. Er hat gezahlt und das ist so ein grosses Geschenk. Das kann man mit nichts, auch nur annähernd, abgelten. Aber unsere Rettung, die Erlösung, die hinführt in die Ewigkeit, die beinhaltet eben auch einen zweiten Satz. Darum geht es darum, dass wenn wir Kinder Gottes geworden sind, durch das riesengroße Geschenk, dass wir auch klare Sachen machen mit Jesus. Die Bibel fordert uns auf, in eine klare und in eine bewusste Nachfolge mit Gott hineinzutreten. Unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln, unser ganzes Fühlen sollen wir unter die Autorität von seinem Willen, von seinem Wort stellen. Römer 12, 1 und 2, sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, unsere Errettung besteht wie aus zwei Teilen. Ich rede nicht von der Sündenvergebung, nicht um eine erste Annahme. Ich rede davon, dass wir auch das Leben bis zu unserem Tod und darüber hinaus sollen können vor Gott bestehen. Die Errettung besteht eine Art wie aus zwei Teilen. Der erste Teil hat Jesus da, für dich und für mich. Und der zweite und viel kleinere Teil fordert Paulus uns auf, sollen wir dazu beitragen. Jesus sagt einmal einen recht harten Satz. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen von meinem Vater im Himmel auch tut. In letzter Zeit habe ich viel den Satz gehört, ja weisst, als Christ, du darfst Fehler machen. Ja, das stimmt, auf eine Art. Wir sind alle nicht vollkommen. Niemand von uns wird können sagen, ich kann ein schuldloses Leben auf dieser Erde führen. Wenn es aber mit dem Satz heisst, und man das suggeriert, so quasi, ja, weisst, jetzt bist du Christ, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, wie du lebst. Du bist eh gerettet. So ist das eine fatale Aussage. Und es ist ein Spiel mit dem Feuer. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der ins ICF in Gottesdienst geht,
sondern der, der den Willen von meinem Vater tut. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, ein geheiligtes und ein reines Leben zu führen. Heilig heisst abgesondert für Gott. Ihm geweiht, seine Gedanken zu übernehmen, seine Gedanken zu denken, sein Wort ernst zu nehmen in unserem Leben und auch danach zu handeln. Schauen, es ist doch so, wie wenn ich mit meinem Auto ein Problem habe, irgendetwas funktioniert nicht, dann gehe ich doch nicht mit meinem Auto zum Zahnarzt, sondern in die Werkstatt, dort, wo autorisierte Personen sind, die das Auto studiert haben, die wissen, wie das funktioniert. Aber schaut, das ist genau das Problem heute in dieser Welt. Es gibt so viele Ratgeber, so viele Meinungsmacher in dieser Welt, aber sie fragen nicht bei Gott, was meinst du? Sondern sie übernehmen ihre eigenen, ihre klug ersonnenen Gedanken. Und das ist heute ein riesiges Problem, dass die meisten Menschen nicht beim Schöpfer Gott nachfragen, nicht das Wort Gottes kontaktieren, was fürs Leben gut ist. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, jede Pflanze, jedes Tier und auch dich und mich, der weiß doch am besten, wie wir funktionieren, oder nicht? Vor 3 Jahren haben wir einen neuen Staubsauger gekauft, einen Beutellosen. Nach einem halben Jahr hat er angefangen zu spinnen, hat einfach nicht mehr recht gesaugt. Und ich habe immer gedacht, was ist denn los mit dem Kaib? Und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, ja, ich könnte ja mal die Gebrauchsanweisung durchlesen. Ich bin ja nicht einer, der das gerne macht. Dann habe ich den hier vorne genommen und tatsächlich ist der gestanden. Hinten am Teil hat es so einen Filter, den man abschrauben muss. Und da muss man einmal im Monat muss man den mit kaltem Wasser ausspülen. Und als ich den aufgemacht habe, war total verstopft. Ich musste zurück zum Ursprung. Dort, der Hersteller hat mir gesagt, was der Staubsauger braucht. Unser Hersteller weiß, was wir brauchen. Und nicht die Meinungsmacher, die heute in dieser Welt unterwegs sind. Es ist unglaublich, was alles heute propagiert wird, was ein Mensch gut tut, wo ganze Lobbys entstehen für Menschengruppen, wo Jesus lieb hat, wo er für sie gestorben ist, aber wo in einem sündhaften Verhalten lebt, wo Gott niemals gutheissen kann und sie ihm ein Gräuel ist. Lesen Sie mal die Geschichte von Sodom und Gomorra. Ich habe das Gefühl, wir leben heute voll dort drin. Das war auf 2 Städte beschränkt. Heute ist es weltweit die Denkweise, die verbreitet wird. Und man ist absolut unpopulär, wenn man da etwas dagegen redet. Christen denken und handeln nicht wie die Welt. Obwohl es in der Welt auch ganz viele gute Gedanken gibt. Ich tue das nicht abstreiten. Aber wenn es wirklich um lebensexistenzielle Fragen geht, dann müssen wir Gott fragen und nicht irgendjemand. Gott und Gottes Wille erkennen wir in seinem Wort, in der Bibel, im Wort Gottes und durch das ganz feine Reden vom Heiligen Geist, wo jeder Christ bekommen hat bei seiner Bekehrung. Ich möchte mit 3, das heisst eigentlich 4, ich habe am Anfang nur 3 aufgeschrieben, aber es muss noch das 4. dazu nehmen, das ist so köstlich, tragisch köstlich. Mit 4 wahren Begebenheiten erklären, was ich meine, anders zu denken und zu handeln als die Welt. Als ich ein ganz junger Mann war, jung Christ war, da hat mir ein älterer, reifer Christ, und da haben wir alle zu ihm aufgeschaut, hat ganz viel Gutes da, ist in der Drogenarbeit tätig gewesen, ist aber auch in einer hohen Stellung war, in einer Weltfirma. Und der hat mir mal gesagt, sein Chef, der über ihm war, hat ihn mal aufgefordert in einer Situation, wenn der oder der anruft, die haben irgendein Telefon erwartet von jemandem, hat er gesagt, los, wenn der anruft, sag, ich sehe ihn nicht da. Und dann sagt der reife Christ zu dem Vorgesetzten, hat gesagt, los, ich lüge nicht für mich und ich lüge auch nicht für dich. Das mache ich nicht.
hat mich ganz tief beeindruckt. Man könnte jetzt sagen, ja, es ist ja wahr, das macht ja jeder. Ist doch logisch, das sind so die kleinen Lügel da. Aber er gewusst, vom Wort Gottes her, wir sollen die Wahrheit reden. Wir sollen ehrlich sein miteinander. Und das hat mich tief beeindruckt. Der Mann lebt nicht mehr, leider, aber es war ein ganz grosses Vorbild für mich als junger Christ. Das eigene Erlebnis, das ich gemacht habe, wir waren relativ frisch geheiratet und wollten uns zuerst mal eine vollautomatische Kaffeemaschine leisten. Da hatte es ein Geschäft, die hatten draussen einen grossen Verkauf, eine Aktion von vollautomatischen Kaffeemaschinen. Und ich wollte eine kaufen, da hatte es zwei Maschinen, die eine ganz normale und eine mit einer Dampfdüse. Die war ein Stück teurer gewesen. Und ich bin dort vor dem Stand gestanden, der Schuss am Laden gsi, hinten durch eine Verkäuferin. Und ich habe gesagt, ich hätte die Maschine gern, also die günstiger. Und sie geht an das Gestell, nimmt eine Maschine weg und nimmt die falsche. Das heisst, sie verrechnet mir aber die billige, die ich gesagt habe. Sie hat schon gezahlt, ich habe gezahlt. Und sie geht an das Gestell, nimmt die Maschine und drückt sie mir in die Hand, eben die teurer. Und ich sehe mich heute noch vor dem Stand stehen. Ich habe mich umdrehen und mit dieser weglaufen. Und plötzlich sagt es stimmt, stopp. Das ist nicht in Ordnung. Sie hat ja die falsche Maschine gegeben. Wie aus einem Reflex raus, also es war fast wie eine hörbare Stimme, habe ich mich umdrehen und gesagt, sie haben mir die falsche Maschine gegeben, sie haben mir die Tür gegeben. Und dann hat sie die mir in die Hand gedrückt, die ich auch gezahlt habe. Ist das schlimm? Wäre für die meisten nicht schlimm gewesen. Ich denke, super, hey, lässig, habe ich aufgrund von einem Fehler von jemandem eine bessere Maschine zu einem günstigeren Preis bekommen. Aber der Geist Gottes ist fein. Er hat ganz fein zu mir geredet. Und ich habe gewusst, das ist nicht in Ordnung, dass ich den Fehler von dieser Verkäuferin jetzt ausnutze. Das war nur so ein Bruchteil von einer Sekunde. Aber es war wie ein Reden Gottes. Stopp. Das ist nicht in Ordnung. Das dritte Beispiel, das habe ich euch auf der Folie mitgebracht. Das habe ich vor 2-3 Wochen in 20 Minuten gesehen. Und nachher ist es auch noch im Live-Net gekommen. Da hat ein Bub in San Marino ein Schoki-Ei gestohlen. Leset doch gerade selber. Und für die, die es im Livestream nicht sehen, lese ich es da trotzdem noch ab. Der hat ein Ei gestohlen und ist mit dem heim. Und jetzt schreibt er dem Ladenbesitzer einen Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Benjamin, ich bin 12 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Am Sonntag, 30.05., das ist das Jahr, ist nicht ein alter Hafenkäse, sondern ist ganz frisch, 30.05.2022 war ich in ihren Laden gekommen, da ich kein Geld dabei hatte, habe ich ein Joy Kinderei für 2,10 Euro gestohlen. Es tut mir sehr leid und ich weiß, dass dies falsch ist. Weil ich Frieden mit meinem Gott und mit Ihnen schaffen will, gebe ich Ihnen 10 Euro als Wiedergutmachung. Ich bitte Sie, und das ist dann nicht mehr gestanden, um Entschuldigung. Das hat mich ganz, ganz tief berührt. Ein 12-jähriger Bub, der Jesus kennt hat. Er hat einen Fehler gemacht. Und er hat eingesehen, dass das nicht in Ordnung war. Und er macht das wieder gut. Glaubt ihr mal, dass Jesus Freude hatte an dem Bub? Nicht an der ersten Handlung, aber an der zweiten. An dem Brief. Und dann habe ich gelesen, der Ladenbesitzer möchte den Bub einladen und möchte ihn unbedingt treffen. Das hat ihn so stark berührt, das hat auch mich berührt. Das ist anders denken. Das ist anders handeln, als viele in dieser Welt würden machen. Das hat damit zu tun, geh hin und sündige hin, fort mich nicht mehr. Und dann noch eine vierte Geschichte, eine kurlige. Da sagt mir aus der Gemeinde, wo wir früher waren, ein junger Mann, der hat ein ziemlich
loses Leben geführt und ist etwa ins Freudenhaus gegangen, zu Dirne gegangen. Dann hat er sich bekehrt. Ich weiß nicht, wer ihm das gesagt hat, der Geist Gottes oder das Wort Gottes oder irgendjemand, dass das nicht in Ordnung ist, dass man nicht Ehebruch begehen soll. Das hat er gewusst. Dann hat er mir erzählt, sei er mal in der Ferien gewesen, ich weiß aber nicht mehr genau wo, in Thailand oder irgendwo, und sei an einer Bar gewesen, wo eben so Freudendamen dort gewesen sind. Und es hat ihn dermaßen gezogen, wieder zu so einer Person hinzugehen. Und dann, das finde ich so raffiniert, oder? Dann hat er sich überlegt, wie könnte er das jetzt anstellen? Dann hat er gedacht, ja, wenn er sich jetzt betrinke, oder? Dann wüsste er ja nicht mehr so genau, was er mache. Und dann sehe ich es wahrscheinlich nicht so schlimm. Also nur schon der Gedanke, Gott will zu überlisten, indem er etwas nochmal, also nicht Gutes macht, um etwas noch viel Schlechteres zu legalisieren. Ich denke, das ist ja noch raffiniert, der Bursch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will da aufhören. Ich weiß auch nicht genau mehr, wie es weitergegangen ist. Ich will nicht unwarten verbreiten, ob er dann wirklich gegangen ist oder ob er nur den Gedanken gehabt. So geht es natürlich auch nicht. Aber er hat es dann nie gesehen, darum hat er mir es ja auch erzählt, dass es nicht gut war. Also, wir Christen, wir dürfen uns unterscheiden vom Denken von dieser Welt. Und ich möchte Ihnen nochmal betonen, es geht nicht darum, dass wir ein fehlerfreies Leben führen müssen auf dieser Erde. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das hat nur Jesus können. Aber es geht darum, dass wir bemüht sind, so zu leben, dass wir einen Unterschied machen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und dass wir Sünde bei uns nicht tolerieren und auch in einer Menschengruppe aufstehen und sagen, das ist nicht in Ordnung, was jetzt abläuft, das widerspricht am Wort Gottes. Wisst ihr, wenn Gott Gebote gibt, so gibt er die nicht, weil er uns schikanieren will. Überhaupt nicht. Wenn Gott Gebote gibt, so weiß er, wie der Mensch funktioniert und was ihm gut tut. Ihr könnt mal auf der Straße irgendeinen Mensch ansprechen, der in der Pornografie lebt, in der Sucht von der Pornografie, in der Drogensucht, im Alkohol, wo immer er gefangen ist. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ganz stark ans Rauchen gebunden ist. Sie sind, keiner hat gesagt, das gibt ihm Frieden. Alle wollten loskommen, aber es war ein Kampf. Das, was die Menschen heute tolerieren, schafft keinen Frieden, wenn es dem Wort Gottes widerspricht. Können wir das unterschreiben? Das ist es so. Gott weiß, wie wir funktionieren. Kein Diktator, kein Chef, kein Familienvater, wo Familienmitglieder, kein Chef, der die Angestellten unterdrückt oder korruptes Verhalten an den Tag legt, der kann sagen, das macht mir Frieden, das gibt mir tiefe Befriedigung. Vielleicht macht es Spass. Im Moment, wenn er jemanden können übers Ohr hauen oder unterdrücken, das kann ja sein, dass es den Menschen Spass machen kann. Aber einen tiefen inneren Frieden kann das nie, gar nie geben. Und jeder, wenn er ehrlich wäre, würde er sagen, ja, es ist so. Ich erlebe da keinen Frieden. Ich leide eigentlich unter meinem Verhalten. Und das ist das, was Jesus möchte ändern. Wer zu Jesus kommt, und so komme ich langsam zum Schluss von dieser Predigt, wer zu Jesus kommt und sein Leben ihm gibt, der erlebt das Schönste, was es überhaupt gibt. Und wenn, wer dann noch bestrebt ist, auch wirklich nach Jesus geboten zu leben, nach dem Wort Gottes oder nach dieser ganz feinen Stimme innerlich, wo der Heilige Geist zu uns redet, wer so bestrebt ist zu leben, der wird die ganze Errettung, die er bekommen hat, weitertragen, hineintragen bis ins Grab und dann übers Grab aus, wenn er eines Tages vor Jesus steht. Das ist die Botschaft, die man verkündet. Das ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium, das ganze Evangelium. Und ich möchte euch aufrufen,
auch mir das sagen. Ich möchte die ganze Gemeinde aufrufen, dass wir die Bibel im Gesamten wahrnehmen und jeden Satz beachten, nicht nur die, die wir gerne haben, nicht nur die schönen Losungsworte. Wenn du durchs Wasser gehst, haben wir heute Morgen gehört, einen wunderbaren, schönen Vers. So will ich bei dir sein, sondern eben auch die anderen, wo Gott uns herausfordert zu einer Handlung, zu einem Schritt ihm näher, raus aus einer Gebundenheit, raus aus einer Sünde. Und wenn du heute Morgen vielleicht da bist, wo du sagst, ja, ich habe so Kompromisse gemacht, und ich eigentlich genau weiss, es ist nicht in Ordnung, so möchte ich dir ganz fest das Herz legen, such Hilfe. Bei einem Bruder, bei einer Schwester, gang hin, red, bring es vor Jesus und sag Jesus, ich möchte von heute an so leben, wie du möchtest. Ich bete fast jeden Morgen, Herr, nimm meine Gedanken, meine Gefühle, mein ganzes Leben unter deiner Kontrolle, dass ich so leben kann, wie du Freude hast daran. Das gelingt mir auch nicht immer, ganz ehrlich gesagt, aber ich bin bestrebt. Vielleicht ist jemand heute Morgen da, da im Livestream, der sagt, Jesus kenne ich nicht. Die freimachende Botschaft kenne ich nicht. Ich möchte dir Mut machen, auch mit einem einfachen Gebet, Jesus zu bitten, in dein Leben zu kommen. Und weißt du, was Jesus dir wird sagen? Ich will dich nicht verdammen. Du bist frei. Du darfst gehen, beziehungsweise darfst gehen, um zu mir zu kommen und das Leben mit mir zu leben. Das ist das, was wir wollen. Und dazu will ich leben. Und dazu wünsche ich euch ganz viel einfach auch Mut, so zu leben, dass er ein freudiges und ein ganz tief inneres, friedliches Leben habt, vom Geist Gottes gewirkt. Das wünsche ich euch. Amen.